Juckreiz am After oder wenn es tatsächlich am Popper juckt, ist eins der häufigsten Gründe, wieso die Patienten in eine proktologische Praxis kommen. Warum geht das eigentlich bei diesem Krankheitsbild und wieso ist das eigentlich so komplex? Geht das eigentlich in diesem Video. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten, herzlich willkommen in Wuppertal in meiner Praxis. Juckreiz am After oder Pruditus Ani in Latein ist, wie ich gesagt habe, ist eins der häufigsten Gründe. Man muss auch dazu sagen, dass es, wenn die Patienten sagen, mir juckt das da so ein bisschen, es ist oft nicht so einfach. Ne? Wir unterscheiden erstmal, ist das akut oder chronisch, also ist es tatsächlich jetzt neu aufgetreten, ja, oder ist es tatsächlich besteht schon über längere Zeit. Ja, das ist so. Es gibt auch einige Subtypen, es kann vielleicht ein Ausdruck oder Symptom einer bestehenden proktologischen Erkrankung sein, kann aber auch idiopathisch, also kann einfach so auftreten, das heißt, dass wir gar keinen Grund finden. Und wenn wir solche Patienten sehen, müssen wir natürlich so anfangen zu untersuchen. Also, es ist natürlich so, dass wir die Patienten alle angucken, ne? Nicht nur äußerlich, also diese Region, die juckt, sondern auch eine proktologische Untersuchung machen. Das heißt, wir müssen auch in After hineingucken. Und die Gründe sind tatsächlich vielfältig. Ne? Das ist so, also ungefähr ein Viertel aller Patienten sind sogenannten Atopiker oder haben eine sogenannte Atopie. Atopie bedeutet, dass die Patienten sehr stark allergisch auf irgendwas reagieren. Das kann vielleicht auf etwas, auf eine Verschmutzung sein. Das kann eine allergische Reaktion einfach vor einer internen Reizung sein, kann auch manchmal so auftreten, weil man sehr stark geschwitzt hat. Aber diese Reaktion ist halt sehr stark und manchmal auch anhaltend. Ne? Wenn man anfängt, dann nochmal zu kratzen, dann kommt man in so einen Teufelskreis. Ne? Die anderen Ursachen sind auch gar nicht so selten. Zum Beispiel ein irritatives Ekzem. Irritatives Ekzem, Irritation kommt oft bei bestehenden proktologischen Erkrankungen, wie Analfissuren, Analfissel, auch beim Hämorrhoidalleiden. Manchmal ist das tatsächlich so, dass es einfach anatomisch bedingt ist. Ne? Wenn wir Patienten mit so einem Trichteranus haben, also das bedeutet, dass der After nicht so gerade ist, sondern etwas trichterförmig. Das ist einfach eine anatomische Besonderheit. Die Patienten neigen oft dazu und die haben sehr, sehr starken Juckreiz, ohne dass wir eine tatsächliche Ursache haben. Man muss auch dabei denken, also das kann auch Hinweis auf eine Malignität, also das kann auch eine bösartige Erkrankung sich dahinter verstecken oder eine Vorstufe von einer bösartigen Erkrankung. Stichwort des HPV-Virus, Feigwarzen, aber auch Afterkrebs kann manchmal in manchen Fällen wirklich als Juckreiz imponieren. Das ist, dass wir gar nicht richtige Schwellung oder einen richtigen Tumor sehen. Da muss man natürlich aufpassen. Infektionen sind auch natürlich ein großes Problem. Also Candidosen, Pilzerkrankungen sind möglich, sind aber eher selten. Es gibt auch manchmal bakterielle Infektionen, ne? Auch Streptokokkendermatitis, die auch in so einem Fall als Juckreiz imponieren kann. Ne? Das ist ein Erythrasma, eine sehr häufige Hautinfektion, also durch grüne Bakterien, juckt in der Regel eigentlich nicht. Aber kann auch manchmal jucken, ne? Muss man dazu sagen. So, virale Infektionen, Herpes Zoster zum Beispiel, auch HPV, was ich schon erwähnt habe. So, was aber auch sein kann, was gar nicht so selten ist, ist einfach eine Reaktion auf bestimmte Lebensmittel. Ne? Kaffee zum Beispiel, Bier, also Alkohol, generell Wein, aber auch Zitrusfrüchte, aber auch scharfe Gewürze können zum Beispiel den Stuhl etwas säuerlicher machen, was zu mehr Reizung führt. Aber auch Hygieneprobleme zum Beispiel, wenn man mit der Hygiene einfach übertreibt, wenn man tatsächlich nach einem Toilettengang zu stark, ne, dass es mit Toilettenpapier da reibt oder zu stark sich einfach wäscht mit irgendwelchen Seifen, irgendwelchen Lotions. Hierzu gibt es auch ein Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, das müssen Sie auf alle Fälle angucken, aber auch die mangelnde Hygiene. Ne? Tatsächlich, wenn der After ständig mit einem Stuhlgang oder mit Urinresten verschmiert bleibt, kann das natürlich zu sehr, sehr starken Reizungen führen. Es ist verständlich, dass man das oft einfach selber nicht erkennen kann. Deswegen, wenn es tatsächlich so ist, dass es am After juckt und es am Popper juckt, müssen Sie unbedingt einen Facharzt oder Fachärztin aufsuchen. Denn wir können es tatsächlich erkennen und auch richtig behandeln. Ist das wirklich was Harmloses? Ne? Vielleicht reicht es auch, dass wir einen Ratschlag geben, dass Sie Ihr Verhalten etwas verändern und das Ding ist ein Problem weg. Oder es bedarf vielleicht einer weiteren etwas ausgedehnteren Therapie. So, nochmal, wenn es am Popper juckt, gehen Sie bitte zum Proktologen oder zu einer Proktologin. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Karsten, danke.